Ethan McGregor saß an der Bar der kleinen Kneipe in Hamburg. Er hatte ein paar freie Tage und wollte diese genießen. Er liebte deutsches Bier. Und als gebürtiger Engländer fühlte er sich hier schon fast wie zu Hause. Denn die kleine Kneipe kam einem englischen Pub sehr nah. So saß er an der Bar und genoss sein kühles Blondes. Er sah auf die Uhr. Oh oh, schon kurz nach Mitternacht. Er müsste bald in sein Hotel fahren. In ein, zwei Tagen ging es wieder in Richtung Heimat. Die Tür der Spielung öffnete sich und etwas heißes Blondes kam hinein. Uiuiuiui, dachte sich Ethan. Eine wunderhübsche Frau, wie man sie in Baywatch am Strand vermuten könnte. Und hinter ihr folgte ein Typ, Marke Anabolika und Steroidevernascher. Oh Gott, der Typ hatte ja mehr Muskeln als Knochen, ging es ihm durch den Kopf. Mr. Muskelmann warf ihm einen scharfen Blick zu und Ethan drehte sich wieder um und nippte weiter an seinem Bier. Doch bald meldete sich der Ruf der Natur. Er ging zu den Toiletten, stellte sich vor ein Urinal, öffnete die Hose und ließ seinen Wasserfall in den kleinen Bach plätschern. Während er nun dastand und sich erleichterte, öffnete sich die Tür zum Klo und Mr. Anabolika stampfte hinein, stellte sich neben ihn an einen anderen Urinal und tat das Gleiche. Nachdem Ethan sein Geschäft erledigt hatte, ging er zu dem Waschbecken und wusch sich die Hände. Mr. Kraftprotz stellte sich, ohne sich die Hände zu waschen, in die Tür. Ethan wollte die Männerprivatzone verlassen, doch der stämmige Typ versperrte ihm den Weg. Hey Alter, du hast meine Freundin angeglotzt. Oha, so einer war das also. Kontrollfreak und aggressiv eifersüchtig. Entschuldigung? Versuchte Ethan so verwirrt zu fragen wie nur möglich. Bloß keine Konfrontation provozieren. Hörst du schwer? Du hast mein Alter angegafft. Dieser Typ war auf jeden Fall auf Ärger aus. Ethan nahm ihn kurz in Betracht. Muskeln, wo man nur sehen kann. Bis zum Hals hoch tätowiert, die Haut gegerbt und rissig, lag womöglich an den rauen, feuchten Wetter hier. Oder an den Steroiden und Anabolika, die er sich regelmäßig reinzog. Er war einen halben Kopf größer als Ethan. Er war nicht klein und schmächtig schon mal gar nicht, doch zwischen ihnen waren Welten. Er überlegte rasch, wie er aus dieser Situation rauskam, ohne es auf einen Kampf anzulegen. Dann ein kleiner Geistesblitz. Nun Süßer, da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ethan versuchte so hungrig wie nur möglich zu gucken. Ach was, bist du schwul oder wie? Oh, ein Schnelldenker der Firma Langsam, dachte sich Ethan. Deine Freundin sieht ja schon gut aus, aber du bist eine Augenweide. Nach diesen Worten hätte er am liebsten gekotzt. Nicht, dass er gegen Homosexuelle war. Aber solche Typen reizten ihn mal so ganz und gar nicht. Er bevorzugte dann doch das weibliche Geschlecht. Doch um sich hier nicht durch die Kneipe zu prügeln, nahm er das in Kauf. Schmuchtel, mach, dass du wegkommst. Herrschte der Muskelmann und Ethan verließ das Klo. Puh, nochmal Glück gehabt. Ist drauf reingefallen. Während er sich wieder in die Bar setzte und sich ein weiteres Bierchen bestellte, ging der Anabolika-Protz an ihm vorbei, griff seine Freundin harsch an den Arm und zerrte sie aus der Kneipe. Beim Schließen der Tür zeigte der Typ mit zwei Fingern auf seine Augen und richtete sie auf ihn. Frei nach dem Motto, wir sehen uns. Was das nun wieder sollte? Fühlte der Protz sich in seiner Männlichkeit beleidigt? Nachdem er das Bier geleert hatte, bezahlte er die Zeche und verließ die Kneipe, um zu seinem Hotel zu gehen. Hey, Schwuchtel! Ertönte es von der Seite. Oh nein, Mr. Anabolika war wieder da. Und diesmal mit Verstärkung. Vier weitere Muskelberge standen neben ihm. Alle bis zum Gesicht tätowiert und auf Streit aus. Ihre Muskeln summten und die Adern traten auf ihren Armen hervor. Wolltest du mich anbaggern oder was? Verdammt nochmal, hat er doch nur so getan, als wäre er homosexuell, um einen Streit zu vermeiden. Hör mal, ich bin nicht schwul. Ich hatte... Wie, was? Mich verarschen oder was? Hast also doch meine Freundin begafft? Ethan redete gegen eine Wand. Ihm war klar, egal was er sagen würde, es würde nichts ändern. Mr. Steroide-Benutzer wollte prügeln. Und das sogar mit einem Baseballschläger aus Aluminium. Wozu brauchte denn dieses Kraftpaket noch eine Waffe? Ging es ihm durch den Kopf. Hey Jungs, ich will keinen Ärger. Ich fahre morgen wieder nach Hause, nach England. Tun wir doch so, als wäre nichts passiert und haben noch einen schönen Abend, okay? England? Bist ein verkackter Tommy, wa? Ja. Egal, was er sagte, es brachte nichts. Und dann ging es auch schon los.
Ich reiß dir die Nüsse ab, du scheiß Tommy-Homo! Der Typ stürmte auf ihn zu. Ethan überlegte. Doch dafür war nun keine Zeit mehr. Mr. Anabolica holte mit seinen Schläger aus und schlug zu! Ethan öffnete die Augen. Mann, hatte er einen Schädel. Wo war er? Er sah sich um und erkannte sein Hotelzimmer. So viel hatte er doch gar nicht getrunken. Sein Telefon? Er nahm sein Handy zur Hand und nahm das Gespräch an. Mac, kannst du mir mal sagen, was das soll? Guten Morgen, Milton. Ja, mir geht's gut. Kannst du mir sagen, warum ich hier einen Bericht von der Polizei in Hamburg habe, wo drauf steht, dass du 5 Männer ins Krankenhaus geprügelt hast? Milton, sie haben es drauf angelegt und... Doppelapop! Ich erwarte Professionalität und Anstand auch in der Freizeit von euch. Weißt du, was das heißt? Was jetzt für ein Papierkrieger auf mich wartet? Ethan bediente sich eines alten Tricks. Er hörte sich das Gemecker von Milton an und formte die Worte in seinem Kopf um, so dass er das hörte, was er gerne hören wollte. Und wie du diese 5 Anabolika-Typen auseinandergenommen hast. Wahnsinn! Ich wünschte, ich hätte mehr von solchen Schlag wie dich. Willst du dich nicht mal um den treulosen Freund meiner Tochter kümmern? Hau ihn windelweich! Oder besser noch, heirate meine Tochter! Ich könnte mir keinen besseren Schwiegersohn wie dich wünschen! Du bist ein Funzkerl! Ein Hammer! Und wenn du wieder hier bist, saufen wir bis zum Umfallen! Ich kann es kaum erwarten! Der Hörer wurde auf die Gabel geknallt und Ethan sah in den Spiegel. Er sah einen kräftigen Mann Mitte 40. Schon recht muskulös, doch nicht zu viel. Auch er hatte einige Tattoos. Auf seinen Unterarm prangte ein Schwert mit nach oben gereckten Flügeln. Ein Banner verkündete darunter, Who dares wins? Wer wagt, gewinnt. Dies war der Leitspruch des Special Air Service, der SAS, eine militärische Spezialeinheit der britischen Armee. Geschult in Terrorbekämpfung, verdeckte Einsätze hinter feindlichen Linien, Sabotage, Tarnung und Infiltration. Alle Mitglieder waren geschult in Close Combat. Perfekte Nahkämpfer und Waffenspezialisten. Er dachte an den Abend zurück. Der Baseballschläger flog auf ihn zu. Geschwind wie ein Wiesel tauchte er darunter hinweg und knallte seinen spitzen Ellenbogen auf die Handfläche. Da hörte er die ersten Fingerknochen brechen. Ein kurzer Schwung zur Seite, dann trat er gegen das Kniegelenk seines Gegenübers. Zack, da war die Kniescheibe draußen und der Typ ging auf die Beine. Ethan griff sich den Arm seines Widersachers, riss ihn hoch und rammte seinen Arm in die Armbeuge und somit wurde dieser ausgekugelt. Der Typ ging zu Boden und schrie vor Schmerzen. Das Ganze hatte nur ca. 10 Sekunden gedauert. Die 4 anderen standen unschlüssig da und wussten nicht, was sie machen sollten. Im Endeffekt stürmten auch diese los. Ja, die Macht der Überzahl zählte bei ihm gar nichts. Geübt wuselte er zwischen den 4 Muskelbergen hin und her. Er war einfach überall zur gleichen Zeit. Nach und nach brachen Knochen, Gelenke wurden herausgestoßen, Nasenbeine gingen über den Jordan und Rippen knacksten. Nach 5 Minuten waren die 5 am Boden und jammerten. Huch, da hatte ja jemand 2 Ellenbogen. Ach nein, er hatte ihm den Arm gebrochen und umgebogen. Schön schmerzhaft. Er dachte sich das schon. Zwischen ihnen waren Welten. Dann vernahm er die Sirenen der Polizei und wurde in seinem Hotelzimmer wach. Er selbst hatte nur Kopfschmerzen. Und das nicht von der Prügelei. Er überlegte. Wenn Milton schon jetzt so abging, na dann kann er sich auch was gefasst machen, wenn er wieder in der Kaserne war. Er sah es nicht gerne, wenn sich seine Offiziere prügeln wie wild gewordene Schläger. Ja, richtig. Er war Captain Ethan McGregor von der britischen Armee, Leiter einer Einsatzgruppe des SAS. Er war aber der einzige seiner Zunft. Niemand hatte so viele Kenntnisse wie er. Er war auch genug herumgereist, um genug zu lernen. Den besonderen Close Combat Kampfstil hatte ihm ein Mitglied der russischen OMON-Truppe beigebracht. OMON stand für Ortjat Mobilni Osobovo Naznajenia, der mobilen Einheit besonderer Bestimmung. Das war quasi die SAS auf der russischen Seite. Die Waffenkenntnisse hatte er von deutschen Einsatzmitgliedern des SEK gelernt. Das technische Know-how hatte er von den Special Forces und den SWAT, den Special Weapon and Tactics in Amerika bekommen. Er saugte alles Wissen auf wie ein Schwamm. Er konnte sich aus vielen Situationen herausmanövrieren oder kämpfen.
Er beherrschte den nahtlosen Übergang von Fern- auf Nahkampf. Auf seinen Rücken hatte er vor Jahren eine Rose tätowieren lassen. Jeder dazugefügte Dorn war ein abgeschlossener Einsatz. Und nach 20 Jahren Militär war aus einer Rose nun mittlerweile 4 geworden. Denn eine hatte nicht mehr ausgereicht. Er zog sich an und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Zeit, in die Heimat zurückzukehren und sich einen Anpfiff von seinen Vorgesetzten abzuholen. Auf dem Weg zum Haupteingang des Flughafens klingelte sein Handy. Er sah aufs Display. Ach du K. Wann hatte er denn das letzte Mal Kontakt zu dieser Person? Er nahm den Anruf entgegen. William Barnaby. Wie geht's dir, du alter dahergelaufener amerikanischer Cop? Was sagst du? Nach New York? Also nicht so bald. Was ist denn los? Nicht am Telefon? Okay, verstehe. Ja, ich verstehe. In Ordnung, ich komme sobald ich kann. Bis dann. Er rümpfte die Stirn, packte das Telefon wieder ein und durchdrang die Tür zum Flughafen.